Papa. So. Ich wäre ein Schnitt. Diesmal halb so blöd. Der Schnitt in der Mitte. Ja, aber diesmal. So, herzlich willkommen zu Song aus Welt TV. Ich bin heute bei Martin Bauer. Martin. Martin, ganz, ganz große Freude. Wir haben nämlich eine Rekordrunde in Pannonien. Pannonisches Meer. 1,53 bisher die Rekordrunde gewesen. Jetzt bist du, mit einer Fireblade natürlich, ganz normal, 1,52 irgendwas gefahren. Allerdings, du hast ja nur 3 Runden Zeit gehabt und irgendwie, also da ist noch was drinnen. Martin, trotzdem, wie ich das gehört habe mit den 1,52, ach, die war ja leider nicht dabei. Ganz große Ohren gekriegt. Und man dachte, das ist ein Wahnsinn, der Martin Bauer. Weil ganz jung bist du ja auch nicht mehr. Ich glaube, der 45er, die Startnummer, das ist jetzt, gell? Ja, genau, richtig. Ja. Das ist leider habe ich meine Startnummer erreicht. Ich meine, leider, ist ja gut, aber ein paar Länze jünger wäre nicht schlecht. Aber das hat sich jetzt ganz gut ergeben. Ein sehr markantes Alter, passend zur Startnummer. Martin, die meisten wissen es eh, wiederholst trotzdem, du bist 3-mal IDM-Meister geworden. Wir haben eh so ein super Gespräch schon oben auf meinem Kanal. 2-mal mit Honda, 1-mal mit KTM. Also 3-mal IDM-Meister. Und was aber dich auch auszeichnet, du bist ja mit allen Fabrikaten schnell gewesen. Du warst mit Kawasaki schnell, du warst mit Ducati schnell, dann eben Honda, KTM. Sonst, glaube ich, aber hast andere Marken auch nach vorn gebracht? Ja, ich war einmal kurz auf einer Suzuki unterwegs und auch da waren wir eigentlich gut dabei. Für das, dass ich nur kurz drauf gesprungen bin, das war nur ein sehr kurzes Intermezzo, da habe ich nur jemanden ersetzt. Aber auch da waren wir vorne, schlagartig dann vorne dabei mit dem Fahrzeug. Ja. Martin, was für mich so wahnsinnig faszinierend ist, abgesehen davon, dass das jetzt halt die aktive Rennfahrerei ist, jetzt doch ein bisschen ist schon her, was mich unfassbar fasziniert, das hat mich immer fasziniert, das ist einfach diese Kombination aus wirklich irrer Fahrtechnik und offensichtlich auch komplett fokussiertem Siegeswillen und diesem irrsinnigen technischen Verständnis. Ich glaube, in dieser Kombination, also ich kenne das sonst nicht, dass das jemand hat, das ist wahrscheinlich auch diese ganz, ganz große Stärke. Und obwohl ich das weiß, hat es mich trotzdem gewundert, weil man gedacht hat, na 45, das ist ja nicht nix. Nicht? Dass ich dort auf. Und nachdem das jetzt mehr oder weniger beim ersten Rollout dort in 3 Runden passiert ist, ist jetzt diese 2,50,8, die sind ja nicht in Stein gemeißelt. Da wird noch was passieren, oder? Ja, also wie du schon gesagt hast, die Herangehensweise war nicht ganz einfach und der Ablauf an dem Tag war jetzt nicht so aufgebaut, dass man da jetzt richtig die schnelle Runde fahren kann. Wir haben am Vormittag massiven Verkehr gehabt auf der Rennstrecke, wie normal üblich, weil es eine normale Track-Day-Veranstaltung war, die komplett ausgebucht ist. Somit bin ich da gar nicht viel gefahren, weil ich gewusst habe, das macht nicht viel Sinn. Ja, also da waren zwar ganz gute Piloten dabei, aber ich sage mal, selbst wenn sie 2-0 fahren, also Nullerzeit, sind sie fast 8 Sekunden langsamer. Also das ist, da kannst du nicht wirklich die einschießen auf sowas. Schikanen. Ja, ich würde es jetzt nicht so dramatisch sagen, aber 8 Sekunden ist schon eine Welt. Ja, das ist viel. Also das, da tust du das schon schwer, da durchzukommen. Und somit habe ich mich eigentlich nur auf die Mittagspause fokussiert, wobei wir da auch nur die Hälfte der Mittagspause gehabt haben. Also in Wahrheit waren es grob gesagt so 10, 15 Minuten, die wir maximal zur Verfügung gehabt haben. Und wie du schon richtig gesagt hast, ich bin jetzt auch nicht mehr so in Schuss, wo ich sage, ich setze mich drauf und die erste gefahrene Runde an dem Tag bin ich gleich am Limit komplett. Ne? Das schaffe ich dann auch nicht mehr. Ich komme zwar recht schnell rein, aber ich sage, ich brauche zumindest 3, 4 Runden an einem Tag. Frisch, damit ich da ein bisschen ins Schießen komme. Und deswegen war das ein bisschen schwierig, die ganze Geschichte. Ich glaube, es ist für jeden nicht einfach. Wäre für jeden, auch wenn du aktiv unterwegs bist, ist das nicht ganz einfach. Aus dem Stand weg, sofort draufsetzen und sofort abzuliefern. Das geht, wenn du ein Qualifying fährst, weil da hast du nämlich bis zum Qualifying schon freie Trainings hinter dir, wenn man sich so ein Rennwochenende betrachtet. Da bist du schon in Schuss und vor allem, du hast immer freie Runden. Da halte mal der auf oder mal der auf, aber in der Regel fahren die alle gleich schnell wie du, weil du in der Meisterschaft ja ähnlich schnelle Leute hast. Und dann kannst du wirklich die ganzen Freitagstrainings und so kannst du schon auf dein Speed kommen und dir Erfahrungen sammeln, wie tut die Rennstrecke an dem Tag. Und dann ist es recht simpel zu sagen, okay, und jetzt gebe ich einen weichen Reifen rein für Qualifying und fahre eine einzige schnelle Runde. Das schaffst du als Profi, das geht.
Aber so wie wir es Runden gemacht haben, war das so eigentlich, dass wir in der Früh ausgeladen haben. Wir haben 100.000 Leute gefragt wegen Vorwerksthemen, weil sie irgendwo Probleme gehabt haben. Jetzt bin ich überall hingelaufen und habe geholfen und da und gemacht. Also wirklich ums eigene Projekt haben wir uns da unten gar nicht mehr viel kümmern können. Und weil ich gewusst habe, ich muss sowieso auf die Mittagspause warten. Und dort hat es dann gegolten. Also wie gesagt, ich habe nicht wirklich viel Zeit gehabt, um einzuschießen. Deswegen sind mir auch die Runden nicht wirklich perfekt gelungen, muss man auch dazu sagen. Also man sieht es auf den Onboard-Aufnahmen. Ich habe da und dort einmal einen Scheitelpunkt nicht ganz erwischt. Also rein fahrerisch, sage ich mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, mich darauf einzuschießen, finde ich, ich sage einmal, eine schwache Sekunde fahrerisch nochmal. Und wenn die Bedingungen auch noch mal dementsprechend sind, wir haben doch 50 Grad Asphalt gehabt, dann komme ich dort auch noch mal von den Bedingungen her eine halbe Sekunde noch runter. Also ich sage einmal, 51er Bereich ist absolut möglich. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Du, weil du sagst 50 Grad Asphalt, was ist eine ideale Asphalttemperatur für eine schnelle Runde? Die besten Asphalttemperaturen liegen zwischen 25 und 35 Grad. Okay. Alles, was über 35 ist, baut schon langsam in der Rundenzeit ab. Also mit 50 Grad liegen wir schon wirklich weit darüber. Und da muss man sagen, verlierst du von der Performance schon 4-5 Zehntel. Ja, okay. Ja. Und verlierst du deswegen die Reifen oder auch weil es so heiß ist und der Motor dann ein bisschen weniger leistet? Hauptsächlich der Grip, der da verloren geht. Ja, die Motorleistung ist am Bannonring sowieso nicht entscheidend. Ja. Das merkst du vielleicht dann auf wirkliche Highspeed-Rennstrecken. Dort spielt natürlich auch dann die Motorleistung eine Rolle, aber am Bannonring ist das eigentlich irrelevant. Da geht es wirklich um den mechanischen Grip, das Radienverhalten vom Motorrad, wie eng du fahren kannst, und das leidet massiv unter so einer Hitze. Und da haben wir sicher einiges an Performance dann liegen lassen. Ja. Du Martin, der mechanische Grip, das ist eh so ein Begriff, das ist ganz lustig. Da, keine Ahnung, ich bin ja schon so ewig Motorradjournalist und wie diese Elektronik aufgekommen ist, da hat es das gegeben, diesen Begriff der mechanischen Traktion. Und den Begriff, das war für mich damals so wie ein Aha-Erlebnis. Ja, die mechanische Traktion muss gut sein. Und der ist von dir gekommen. Da haben wir damals so ein Interview gehabt und dann hast du mir das gesagt mit der mechanischen Traktion. Und dann habe ich gedacht, ja, na gut, der ist wahnsinnig gescheit. Weil du hast damals gesagt, zuerst muss die mechanische Traktion passen und dann setzt die Elektronik drauf. Weil wenn du keine mechanische Traktion hast und das alles nur von der Elektronik regeln lässt, dann setzt er die viel zu früh ein und nimmt die Leistung weg. Also da, Martin, siehst du, habe ich echt aufgepasst. Bis heute haben wir das gemerkt. Und das mit dem Fahrwerk, auf das kommen wir später zurück. Aber jetzt, ich meine, weißt du, ich bin ein Fireblade-Fan seit Mitte der 90er. Fireblade, das war immer was ganz, ganz Großartiges. Ich bin ein echter Fan von der Maschine vom Flügelimperium. Jetzt, wie es die gebracht haben, diese neue Fireblade, war echt ein Wahnsinn. Unglaublich sportorientiert, unglaublich kompromisslos, und man echt dachte, bist du deppert, das ist in der ganzen Zeit, hat das Honda nie gemacht, so ein richtig radikales Motorrad gleich hergestellt. Jetzt haben sie es halt leider gerade in einer Zeit, wo es halt um Lärm und so irgendwie, wo das ein bisschen dramatischer war, weil die hat serienmäßig, wenn die Klappe aufmacht, hat es einen wirklich würdigen Sound. Also eine wirklich großartige Maschine, wo ich mir dann gedacht habe, ja, aber vielleicht so ein bisschen einen ungünstigen Zeitpunkt, wo eben so diese Entwicklung Supersport oder diese Hypersportler, wo das schon ein bisschen schwieriger geworden ist. Und dann hat man aber immer schon gewusst, ja, aber das echte Rennfahren ist ja dann wieder was anderes. Die Serienmaschine ist immer nur die Basis dafür, und jetzt mit dem Euro 5 ist natürlich eine Katastrophe, aber trotzdem hat sie serienmäßig schon diese 217 PS. Und ich glaube aber, so wie viele draußen das eh glauben, wenn diese Euro 5 Knebel aussiehaust, na dann ist der Motor, das muss ganz irre sein. Und ich bin mir sicher, die hast du ausgehauen, oder? Ja, klar. Also wir haben bei dem Fahrzeug, das haben wir auf die Kit-Elektronik gesetzt. Das heißt, alles Unnötige weg, auch von den Anbauteilen und vom Gewicht her. Ist das von HRC? Genau, das ist die HRC Kit-Elektronik. Und die ermöglicht dir eigentlich, alle Abstimmungsvarianten vorzunehmen, von Traktionskontrollen, also Fahrhilfen generell, Einspritzung, Zündung. Da ist es das, was ich mir im Vorfeld am Prüfstand sehr viel mit beschäftigt habe, damit wir eben dementsprechende Leistung rausholen und auch gute Fahrbarkeit generieren. Und das ist da drinnen mehr oder weniger installiert, offene Auspuffanlage von Agrapovic, und dadurch hat man eigentlich automatisch alle
Euro 5 oder generell alle Restriktionen, die man für die Straße hat, eliminiert. Und dadurch hat man eigentlich den offenen Zustand und dann sieht man erst, was der Motor wirklich in der Lage ist zu leisten, weil Honda hat müssen, nicht nur Honda, auch wie alle anderen Hersteller, müssen natürlich schon wahnsinnige Umwege gehen mittlerweile, um diese Fahrzeuge noch homologieren zu können für die Straße mit diesen Vorschriften. Das ist wirklich erstaunlich, dass das die Hersteller immer noch hinbringen. Und da hat natürlich der Motor schwer drunter zu leiden, weil da zusätzliche Klappen drin sind, damit er das Abgas ja nicht rausbringt, um diese Lärmemissionen nur einzuhalten und Abgasemissionen. Und wenn du das alles einmal deaktivierst oder ausbaust und der mal frei durchatmen kann, dann sieht man schon, was für ein Potenzial das hat. Und auf der Leistungskurve kann man das unglaublich gut erkennen, wenn man sich die Serienkurve anschaut, wie doch sehr hart schaut, sage ich mal, die sich empor handelt. Und wenn man dann die offene abgestimmte Version sieht, das ist wie ein Elektromotor. Das ist kerzengerade und gipfelt oben und hält sich das bis zum Drehzahlbegrenzer. Also das ist wirklich ein Wahnsinn, wenn man sieht, was da für ein Ingenieurskunst beim Motor drinnen gesteckt ist oder drin steckt. Ja. Das erkennt man wirklich erst, wenn man mal die ganzen Restriktionen rausgibt. Und das ist schon dann wirklich beachtlich. Ja. Und Kit-Elektronik, nur damit ich mir das vorstellen kann, das ist also ein Kabelbaum und ein anderes Motormanagement. Genau, also komplett abgespeckter Kabelbaum. Da sind alle unnötigen oder für die Rennstrecke unnötigen Sachen weg. Da gibt es kein Abgasrückführungssystem mit extra Ventile. Es gibt keine Lichter, die im Kabelbaum drinnen vorbereitet sind. Keine Bremslichter, ja. Blinker. Ja. Es ist wirklich auf das Notwendigste reduziert und somit ist auch der Kabelbaum um einiges leichter. Und natürlich auch die ganzen Stellglieder, die da drinnen sind, fallen natürlich dann auch weg. Also alleine diese Umrüstung bringt schon mal enorme Gewichtsersparungen mit sich. Ja. Was heißt enorme Gewichtsersparungen? Ist das im Kilobereich oder? Ja, das liegt deutlich drüber. Also wir haben wir haben jetzt bei dem Fahrzeug, so wie wir es da stehen haben, sind wir jetzt bei 163 Kilogramm angelangt. Ja, also das ist natürlich nicht nur die Elektronik jetzt, aber die spielt da auch eine große Rolle. Aber es ist schon ein beachtliches Gewicht, glaube ich, auf 163 Kilo fahrfertig runterzukommen, ist schon nicht so verkehrt. Na, aber fahrfertig heißt leerer Tank oder was? Genau, also alles gefüllt mit Öl, Wasser, alles drinnen, nur halt ohne Treibstoff, ja. Aber wie viel Gewicht hast du abgerannt? 25 Kilo oder was? Ja, so in der Größenordnung, ja. Das ist schon gewaltig, ja. Gut. Da müssen wir dann später noch zurückkommen. 163 Kilo, das ist einfach irre. Das ist gewaltig, auf das bin ich gar nicht gekommen. Aber noch, um das mit dem Motor, um das noch abzuschließen. Ich glaube, du hast in der Mitte drinnen irgendwie so, also du hast jetzt oben nicht wahnsinnig viel mehr Leistung, aber in der Mitte drinnen, glaube ich, hast du 20 PS oder so irgendwas Verrücktes. Genau, also das ist in dem Bereich, wo sie sehr magere Gemische fahren müssen, um Homologationswerte einhalten zu können, leidet der Motor jetzt nicht nur durch die Abgasanlagen, sondern auch durch diese mageren Gemische, die da verwendet werden müssen oder gefahren werden müssen. Und gerade in dem Bereich, wenn man das aufs Optimum schiebt von der Einspritzung, kriegt man schon mal um einiges an Leistungen mehr. Also wie du schon richtig gesagt hast, so im mittleren Drehzahlbereich, dort wo man eigentlich auch besonders als ungeübter Fahrer oft unterwegs ist und man aufdreht und wenn man die Kurve verhaut und dann doch Leistung braucht, haben wir jetzt knappe 20 PS mehr als in der Serie und das ist schon ein gewaltiger Zuwachs. Ja. Wahnsinn. Du, aber das ist alles gegangen ohne mechanische Veränderungen. Also du hast einen Auspuff, aber die Nockenwellen sind die gleichen, die Kolben, die Bläuel, das ist alles gleich. Der Motor wurde in dem Sinn nicht angegriffen. Das war eigentlich Absicht da, weil ich jetzt keine Laufleistungseinbußen haben möchte, weil das zielt ja doch sehr stark auch für den Hobbybereich ab, dieses Projekt, was wir da gemacht haben. Und da macht es jetzt keinen Sinn, jetzt da nochmal 10 PS mehr reinzustecken, aber dafür irrsinnig hohe Service- oder kurze Serviceintervalle dann zu generieren. Und darum bin ich eher den Weg gegangen, weil ich gesagt habe, der Motor hat eh so viel Leistung, das geht für die meisten eh schon mehr als ausreichend gut. Da handle ich mir nicht noch irgendwelche Leistungs- oder sagen wir mal, Serviceintervalle noch dazwischen ein, weil das macht eigentlich keinen Sinn, macht es nur teuer und in Wahrheit hilft es kaum jemandem. Wenn es darauf ankommt, könnte man natürlich durch kleine Modifikationen da nochmal, ich sage mal so 5 bis 10 PS rausholen, aber das ist, da muss man dann schon wirklich im Motor ein bisschen eingreifen.
Okay. Und was haben wir jetzt eigentlich? Was haben wir? 210 am Hinterrad oder was hat es denn eigentlich? 213 PS am Hinterrad, ja. Also das ist schon, muss man so sagen, das ist schon gewaltig. Das ist doch über 225 PS auf jeden Fall am Motor vorne. Das ist schon nicht verkehrt. Martin, das ist großartig und ich bin auch froh, dass du mir das jetzt gesagt hast, dass mehr oder weniger, der ist ja haltbar. Der Motor ist haltbar, ist ein echter Honda-Motor, wo jetzt nichts gemacht ist, außer halt, dass er mehr oder weniger befreit ist von den Knebeln, aber sonst mechanisch der gleiche Motor ist. Und wo es aber nicht gleich geblieben ist, wo fast, ich glaube, gar nichts gleich geblieben ist, ist ein Blödsinn, aber ich glaube, beim Fahrwerk hast du wahnsinnig gezaubert, oder? Da haben wir wirklich viel gemacht. Ja. Also da wollte ich, weil ja wie das Projekt begonnen habe, sehr viele Möglichkeiten mir offen lassen. Weil ich gebe das kurz, ich check nur, ob es eh aufnimmt. Geht schon weiter. Ja. Also da wollten wir halt sehr viele Möglichkeiten offen lassen, damit wir im Nachgang viele Verstellmöglichkeiten haben. Wie wir das Projekt begonnen haben, war ich mir noch nicht so sicher, in welche Richtung das es geht, was für Reifen verwenden wir, welche Voreigenschaften hat das Fahrzeug dann schlussendlich. Und deswegen bin ich dann zum Entschluss gekommen, dass wir wirklich auf die FGR 250-Gabel vorne aufbauen. Das ist wirklich ein Sahneteil von Öhlins, das eigentlich die Moto 2-Gabel schlechthin ist. Es ist so ein bisschen der Nachfolger von der FGR 300-Gabel, die mit den externen Ausgleichsbehältern, nur die ist vom Preis sehr, sehr weit oben angesiedelt und für die meisten dann doch sehr unerschwinglich gewesen. Und ich habe etwas gesucht, wo man sagt, ja, dort kann man sich als normaler Hobbyfahrer auch noch vorstellen, in sowas zu investieren. Und das ist eben die FGR 250, die ist auch über jeden Zweifel erhaben. Auch ein Closed Cartridge System drinnen, alles was man braucht. Darum habe ich auf das aufbauen wollen. Nur damit hat sich dann schon das nächste Problem ergeben. Martin, ich muss dich da jetzt ganz kurz unterbrechen, weil da ist ja von Haus aus ist also Öl ins Vorwerk drinnen, aber das Öl ins Vorwerk, das von Haus aus drinnen ist, das hast du nicht verwendet, das hast du austauscht. Und was ich auch noch gleich nachfragen will, bevor ich das wieder gebe, diese 250er Gabel, das fahren sie in der Moto 2 oder was? Richtig, ja genau, die wird dort eingesetzt. Ja. Und ich habe halt, wir haben ja in dem Fahrzeug nicht die Öhlins-Variante drinnen gehabt, sondern das ist die Standard-Variante, was für uns sowieso die bessere Ausgangsposition ist, oder finde ich generell die bessere Ausgangsposition ist, weil die Original-Öhlins-Federelemente auf jeden Fall gut sind, aber auch überarbeitet werden müssen, wenn man es ernsthaft auf der Rennstrecke fahren möchte. Und somit haben wir gesagt, dann verzichten wir gleich auf die und gehen dann gleich auf die ganz scharfe Ware, wo wir dann auch wirklich alle Möglichkeiten haben. Ne? Das heißt, es ist die RRR, aber nicht die RRRSB-Basis. Genau, richtig, genau. Und somit, weil diese Gabel, die ist ja auch von den Durchmessern komplett anders als die normale SB-Gabel. Also die hat ja auch viel größere Klemmdurchmesser und eine ganz andere Stabilität nochmal. Ja. Closed Cartridge von Haus aus drinnen, also die spült eigentlich alle Stücke, die man braucht. Und das hat natürlich das erfordert, dass wir andere Gabelbrücken dann auch bauen. Weil in die Originalen passt diese Gabel nicht rein. Das ist eine Universalgabel, also Öhlins baut keine Gabel speziell jetzt für die Honda. Diese FGR 250, die gibt es als Universalgabel. Und somit haben wir uns müssen um die ganzen Anbauteile kümmern, die man dazu braucht. Das heißt, Gabelbrücke oben, eine komplett neue Achse, weil die Achse ja nicht mehr passt. Du brauchst andere Bremszangen, weil die Bremszangen, die Originalen, von der Befestigungsdistanz nicht mehr stimmen. Und so ist es angegangen. Die ganzen Halterungen für den Kotflügel haben natürlich nicht mehr, gibt es keine. Das heißt, die haben wir müssen anfertigen. Also das ist dann schon ziemlich ausgeufert, die ganze Geschichte. Und dann habe ich gesagt, pass auf, wenn wir schon so viel Action haben, dann machen wir gleich eine vernünftige Gabelbrücke, die wir nämlich gleich verstellen auch können. Und das war eigentlich so ein bisschen der Auslöser. Und ich habe mir dann ein Konzept überlegt, wie wir das machen können, dass das super in der Handhabung ist, sehr schnell verstellbar ist, ohne dass man die Gabel jetzt ausbauen muss. Und da ist uns wirklich auch ein Highlight gelungen mit dieser Gabelbrücke, mit dieser Konstruktion, die wirklich von der Stabilität her besser als die Originale ist. Wir komplette Verstellmöglichkeit haben und sogar ein bisschen Gewichtseinsparung auch noch bringt. Ja.
Das ist diese Gabelbrücke, ich habe die eh gesehen, die hat sowas selber gefräst, oder was selber gefräst, und die hat ja oben noch so einen, ich nenne es jetzt Exzenter, ich weiß nicht, ob das stimmt, da kannst du den Gabel-Offset irgendwie, also das, wie gesagt, das, nachdem ich kein Techniker bin, das sehe, denke mal, Wahnsinn, das schraubt mir ein bisschen das Hirn auf, aber kann man das mit ruhigem, ich meine, Du bist der Techniker, kann man das mit ruhigem Gewissen verwenden? Offensichtlich ja, weil das, ich weiß nicht, wie man das statisch berechnet. Weil ausschauen tut es mörderisch, aber das ist auf dein, na, hast du das patentiert oder was? Naja, patentiert ist es nicht, aber da sind schon sehr viele Überlegungen drinnen, wie man das konstruiert von den Verbindungsstegen her. Also es ist so, dass es also um einiges stabiler ist als die originale Gabelbrücke. Und das ist ja auch die wir jetzt in dem Fahrzeug drinnen haben und mit denen ich ja diese Zeit jetzt gefahren bin. Also da habe ich auch schon anständig bremsen müssen, damit ich diese Zeit fahren habe können. Und das fährt sensationell mit dem, weil auch die Stabilität nochmal gewachsen ist von vorne über diese Gabelbrücke, die wir ja auch gleich in Verbindung mit Kegelrollenlager eingebaut haben. Das heißt nicht die einfachen Kugellager, die serienmäßig drinnen sind, sondern wir haben da Kegelrollenlager verwendet, die eine viel größere Kraft übertragen können, ohne dass sie schwergängig werden. Und die haben wir natürlich da auch gleich umgesetzt. Somit haben wir, wenn man beginnt beim Reifen, wenn man sich vorstellt, man bremst extrem stark vorne, hat man ein gewaltiges Biegemoment, was vorne drauf drückt. Jetzt haben wir eine super stabile Gabel, die da dagegen haltet. Wir haben die Gabelbrücken, die diese Kräfte super weiterleitet. Und dann die einzige Schwachstelle wären dann eben noch die Lager gewesen, die dann die Kräfte schlussendlich dann in das Chassis übertragen. Und auch die haben wir dann noch anders gestaltet, damit auch hier der Kraftfluss ins Chassis super funktioniert, um maximale Stabilität und Rückmeldung von vorne zu bekommen. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ab was für einer Rundenzeit macht das einen Sinn? Weil ich meine, das ist Honda hat wirklich ein kompromissloses Serien-Supersportradl gebracht, aber sowas mit einem verstellbaren Gabel-Offset oder diese Lösung, die haben es natürlich nicht eingebaut, weil ich glaube, da kann man relativ viel falsch machen, wenn man das falsch einstellt. Aber ab welcher Rundenzeit würdest du jetzt sagen, ist das interessant? Also für mich, nehme ich an, ist das schön zum Anschauen und großartig, dass ich es habe, aber es hätte wahrscheinlich keinen Sinn, ich weiß nicht, ist das ab 55 oder unter 2 oder keine Vorstellung, wie würdest du das einschätzen? Ich würde das gar nicht an einer bestimmten Zeit festmachen, wo man sagt, ob dem macht es erst Sinn. Der Riesenvorteil von den ganzen Sachen, die wir da verbaut haben, ist, dass es einen wahnsinnig großen Einstellbereich gibt, den man damit abdecken kann. Und damit profitiert man auch, wenn man jetzt nicht der superschnelle Fahrer ist, weil ich kann zum Beispiel mit der Gabelbrücke ganz einfach das Handling des Fahrzeuges verändern. Das heißt, wenn ich jetzt, selbst wenn ich am Bananenring jetzt 2.10 fahre oder sowas, also deutlich langsamer, habe ich hier den absoluten Komfort zu sagen, ich tue mir trotzdem schwer beim Einlenken, weil auch wenn man 2.10 fährt, hat man ja seine persönlichen Limits irgendwo. Und die entstehen ja aufgrund des, dass ich halt dann mich nicht einlenken traue oder nicht so schnell kann oder das zu viel Widerstand bietet. Und das kann ich dann mit solchen Systemen dann deutlich verbessern. Ich kann mit dem Offset zum Beispiel ohne Probleme die Handlichkeit des Motorrades komplett verändern, ohne irgendwelche anderen negativen Effekte zum Beispiel zu bekommen. Und dadurch machen solche Sachen auch für Leute Sinn, die jetzt nicht am letzten Drücker da rumfahren, sondern auch sich das Fahrzeug einfach an sich anpassen zu wollen. Ja? Wenn jeder fährt andere Reifen. Die Reifen unter sind in sich ja schon komplett andere Systeme und man tut sich dann extrem leicht als Fahrwerkstechniker auf solche speziellen Anforderungen dann eingehen zu können und das Bike auf das anpassen zu können. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, du, ich hätte es gern an der Stelle etwas direkter oder es fährt mir weit an der Stelle das Fahrzeug, wenn ich ans Gas gehe, dann habe ich mit solchen Möglichkeiten da oder mit solchen Sachen irrsinnig viele Möglichkeiten, dagegen arbeiten zu können. Und das gilt bei einem Fahrer, der bei 2.10 ansteht, genauso wie für jemanden, der 1.55 fährt. Natürlich spürt einer, der wirklich schnell fährt und das schon sehr routiniert macht, natürlich mehr diese kleinen Veränderungen als einer, der ein bisschen langsamer ist. Aber nichtsdestotrotz kann ich jemanden mit so Systemen auch bei langsamen Rundenzeiten deutlich weiterhelfen, um das so hinzustellen, das Fahrzeug, wie es er benötigt, um für sich wieder ein bisschen schneller zu werden.
Ja. So, Martin, jetzt angenommen, ich möchte diese super Gabelbrücke haben, weil ich mir denke, ja, das ist ein Wahnsinn und ich komme dann eh zu dir und sage, du, stell mir das so ein, dass das für mich passt, weil ich selber kann mir es nicht einstellen. Das gibt es aber nur jetzt in Verbindung mit dieser Fireblade, mit der 250er Gabel. Oder gibt es das anders auch? Das haben wir jetzt speziell für die Fireblade entwickelt. Ja. Okay. Wir haben die Gabelbrücke allerdings auch so konstruiert, dass wir eine Version gemacht haben für die Seriengabel. Okay. Das heißt, wenn jemand sagt, ich hätte gerne eine so verstellbare Gabelbrücke, ich würde aber jetzt nicht auf eine andere Gabel umsteigen, dann gibt es auch die Option, das für die Seriengabel passend zu machen. Okay. Aber ich meine, das wird ein bisschen was kosten, oder kann man da nur sicher was im Preis? Ja, also die Gabelbrücke, das ist, du hast das vorher gesehen, wie viele Teile da eigentlich dabei sind. Die liegt dabei 1700 Euro, beginnt das Ganze. Ja, je nachdem, welche Ausbaustufe. Wir haben ja dann das so weit getrieben, dass man die ganzen Anbauteile wie Kotflügelhalterungen, ABS-Halterungen, die Achse, die man braucht, die andere und solche Sachen dann auch dabei hat. Wenn man sagt, man will, man verwendet die Originalgabel, dann braucht man diese Zusatzteile natürlich dann nicht. Ja. Ja. Du, aber das, ich glaube, diese Öhlingsgabel, diese 250 Öhlingsgabel, na, die werden es da nicht schenken, oder? Die liegt irgendwo bei 5.500 Euro. Okay. Aber ist, man muss sagen, das liegt irgendwo, das ist immer noch die Hälfte, als was die große FGR 300 Gabel kostet hat. Ne? Ja, die war bei 12.000 Euro. Ja. Ja, und das war eben der Grund, warum wir gesagt haben, der eine oder andere hat sich das natürlich geleistet. Also wir haben die des Öfteren auch verbaut. Aber um es jetzt ein bisschen der größeren Masse auch in die Richtung zu bringen, haben wir uns jetzt für diese komplette Neuentwicklung, die gibt es noch nicht lange, das ist erst seit kurzem auf dem Markt, haben wir uns für das entschieden und ja, man sieht es ja, wie das auch performt. Ja. Martin, mich interessiert natürlich auch, was hinten gemacht worden ist, aber so was ich sehe, ist der Rahmen, der ist glaube ich gleich geblieben und die Schwinge, die kenne ich auch aus der Serie. Bevor ich auf das eingehe, vielleicht nur das, weil das hat es jetzt irgendwie so wunderschön ergeben. Das heißt, dieses Projekt, so wie sie da steht, die Rekordmaschine, die kann ich, wenn ich ein bisschen ein Knädel habe, kann ich mir die von dir aufbauen lassen. So ist es, genau. Also man kann ja, weil viele oft sagen, ja, ist doch dann einiges an Investition für das Fahrzeug und ich weiß nicht, was dann wirklich dabei rauskommt. Hat man auch die Möglichkeit, das Fahrzeug von uns einmal probieren zu können. Man kann das für einen Tag einmal mieten, mit Betreuung, ja, also dass man sowas einmal fahren kann, damit man mal sieht, wie sowas wirklich performt, um dann leichter Entscheidung treffen zu können, möchte ich sowas wirklich dann mir aufbauen lassen. Haben wir eigentlich alle Möglichkeiten. Also wir können fixfertige Motorräder anbieten, die schon fertig aufgebaut sind, oder Kunden, die bereits eine Fireblade-Besitzer oder auch andere Fahrzeuge, es muss jetzt nicht nur ein Honda sein, also wir machen das auf verschiedenen Ebenen. Wir haben ja mit der BMW letztes Jahr ja sowas, so ein Projekt ja schon durchgeführt und die ist ja auch noch bei uns. Kann man dann sowas einmal vorher probieren, um sich da selber ein Bild zu machen, wie sowas fährt? Ja, Martin, ich meine, das finde ich wirklich irre. Das heißt, ich rufe an und sage, ich bin jetzt der Pannonia-Ring, ich buche das für einen Tag mit Betreuung, aber erstens, was kostet es und zweitens, was ist los, wenn da was schief geht? Ja, also es ist so, dass man eine Möglichkeit hat, die ganze Geschichte teilweise zu versichern, ja, also dass man, ja, die Möglichkeit gibt es. Oder man tragt halt das alleinige Risiko und sagt, ja, das, was halt dann kaputt ist, muss man halt dann auch wieder für aufkommen. Und das buche ich ganz normal über www.bikeperformance.com. Ja, .at, aber genau, ja. Ist nicht so schlimm. Ich nehme das nicht krumm. Ja. Aber .com hätte ich nicht hinkommen. Oder leitet es mich dann eher auf bikeperformance.at? Nein, da kommst du nicht hin. Also da musst du das .at. Ich denke schon, ja, ich habe es noch gar nicht probiert. Ja. Martin, das ist ein Wahnsinn. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Aber ich finde es natürlich großartig, dass man dass die Möglichkeit gibt, sowas zu probieren. Weil es gibt ja, erstens gibt es Rennstreckenfahrer, die wirklich engagiert sein und die wirklich ein edles Zeug testen wollen. Und zweitens gibt es auch Rennstreckenfahrer, die haben ein bisschen ein Knädel, die können sich das leisten, weil ein echter Hunger leider, der kann das natürlich nicht machen. Der ist ruiniert.
Ja, natürlich erfordert es einen gewissen Invest, aber man hat, gerade wie es jetzt bei der Fireblade ist, das ist einer, man muss sagen, so ein bisschen das Maß der Dinge jetzt auch im Rennsport, das wird sicher die nächsten 4 bis 5 Jahre auch so bleiben. Also es wird jetzt keine komplette Revolution nochmal auf uns zukommen in kurzer Zeit. Das heißt, wenn ich mir jetzt so ein Fahrzeug einmal aufbaue, dann habe ich die nächsten 4, 5 Jahre immer ein richtig Top-Gerät. Und was da, glaube ich, was das so wichtig macht, glaube ich, oder so interessant macht, ist, dass es viele Leute gibt, die so Fahrzeuge zwar aufbauen und zusammenbauen, wo einfach Komponenten genommen werden und zusammengesteckt werden, aber was unsere Fahrzeuge besonders auszeichnet, ist, dass wir das mit einem fertigen Setup ausliefern. Das ist ja bei der Gabel oder beim Federbein, Offset etc. Komplette Elektronik. Das ist ja nicht nur eingebaut, sondern von mir ja abgestimmt. Und da kommt der Riesenvorteil von mir zu tragen, dass ich solche Dinge nicht nur von der Technik handeln kann, sondern ich setze mich ja drauf und weiß genau, wie wir das abstimmen müssen, damit das gut fahrbar wird. Das heißt, man profitiert nicht nur dann von diesen guten Teilen, die da drinnen sind, sondern dass das auch alles miteinander harmoniert. Und das ist eigentlich der Grundstein zu schnellen Rundenzeiten. Nur wenn ich hergehe und sage, okay, ich habe gesehen, da ist jetzt die Gabel drinnen, die kaufe ich mir auch und stecke es rein, das funktioniert nicht. Das geht schon dreimal an, wie positioniere ich es im Fahrzeug? Was für Federraten gebe ich rein? Was für Luft kann man? Wenn man weitergeht, welcher Offset ist denn gut für welchen Reifen? Heckhöhen spielen eine Rolle, Federbeinlängen und, und. Also man ist als normaler Anwender von solch einer Flut an Möglichkeiten dann einfach überfordert. Ja, das ist ganz normal. Also das ist, wenn du da die nicht mindestens einmal ein, zwei Jahrzehnte mit sowas auseinandersetzt, und diese Möglichkeit hatte ich Gott sei Dank, mich intensiv mit sowas zu beschäftigen, fällt da einfach dann der Weitblick für sowas. Du hast im Gegenteil, also ich traue mir sagen, dass sie 95% der Anwender sich total verrennen und die ganze Geschichte eigentlich verschlimmbessern, als was es dann zuträglich ist. Und dann sagen viele, ja, na, das Zeug hilft auch alles nichts. Ja. Es gibt sehr viele Motorräder oder sehr viele, die sowas aufbauen und das propagieren und sagen, ja, da sind die besten Teile drinnen, das mag schon sein. Aber wenn die nicht miteinander harmonieren und es zusammenpasst, dann beginnt erst der Spaß. Ja, da fängt man dann wirklich an sich zu zweifeln, weil dann denkt man, jetzt habe ich eh schon so viel reingesteckt und 1000 gute Teile drin, aber es funktioniert immer noch nicht oder ich komme nicht zurecht. Und das ist eben der Unterschied, was wir dann anbieten können. Ja. Martin, das ist wirklich ein Wahnsinn, weil du hast ja die Fähigkeit, diese diagnostische Fähigkeit, dass wenn da einer sagt, na, tut und tut, oh, es ist schwierig, dass du das übersetzen kannst und tatsächlich nicht nur übersetzen, sodass man es versteht, sondern auch umsetzen kannst. Du kannst eben wirklich technisch dort irgendwas umstellen, dass das besser wird, und das haben natürlich sehr wenig Leute. Also diese Kombination aus wahnsinnig guter Rennfahrer und wahnsinnig guter Techniker, der noch dazu den anderen jetzt nicht nur zuhören kann, sondern das auch ausfiltern kann, was der jetzt braucht, das ist natürlich echt großartig. Aber ich habe jetzt noch einen Punkt, den haben wir jetzt ein paar Mal so gestreift, aber noch nicht angeschnitten, der ist nämlich schon wichtig. Bei welchem Preis sind wir da? Was kostet es so, wie das jetzt die 52,8 gefahren ist? Hängt natürlich wirklich stark davon ab, in welchem Paket man alles haben möchte. Wir können das für jeden individuell anpassen. Wenn einer sagt, er will das vom Vorwerk eher auf die Basis stellen oder die Basis, er will für Originalelektronik drinnen lassen. Wir haben eigentlich für alles eine Lösung bei der Honda. Ich habe mich jetzt wirklich fast ein Dreivierteljahr jetzt mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt, um wirklich in jedem Detailbereich alle Lösungen anbieten zu können. Deswegen haben wir da eine sehr große Bandbreite. Ja. Wenn man jetzt wirklich in die Vollen greift und sagt, ich will wirklich das Beste, was es gibt, da reinbauen, so wie wir es eigentlich da gemacht haben, dann liegt man irgendwo im Bereich von so 50.000. Okay. Zusätzlich zur Maschine? Nein, insgesamt mit der Maschine. Insgesamt. Ja. Das schockiert mich jetzt nicht. Ist ja nicht wirklich schlimm. Ja, also die Maschine kostet eh schon fast an 30, oder? Also gut, da kommt die Nova oben wahrscheinlich. Ja, genau. Also da kommt man mit dem eigentlich ganz gut hin. Und wenn man das vergleicht mit einem Preis, was jetzt zum Beispiel HP4 Race
kostet, das liegt weit, weit über dem Preis und das performt mindestens so gut, wenn nicht sogar besser. Ja. Das hat mich jetzt eher in die andere Richtung überrascht. Ich hätte wirklich geglaubt, dass da deutlich mehr ist. Weil ich meine, ich habe auch gesehen, jetzt, weil man, um nochmal auf das Gewicht zurückzukommen, diese 130 Ziele, das kommt ja nicht von allein. Wir haben ja diese leibenden Thyssen-Krupp-Felgen drinnen und die sind wirklich super, oder? Also da habe ich wirklich viel Erfahrung jetzt sammeln können in den letzten Jahren und die haben mich eigentlich in jedem Fahrzeug schwer überzeugt, weil du so viel profitierst von diesen Felgen, durch die, nicht nur durchs geringere Gesamtgewicht, sondern durch diese Kreiselkräfte, die du natürlich massiv reduzierst, erhältst du ein ganz anderes Grundhandling vom Motorrad, dass du dir nicht erst dann über die Fahrgeometrie vom Fahrzeug dir erarbeiten musst. Die kriegst du einfach dann schon mit der ganzen Geschichte. Und was mir nämlich noch gefällt von diesen Carbonfelgen ist, dass sie nicht ganz so heikel sind wie jetzt Magnesiumfelgen. Ne? Magnesiumfelgen, die ja auch so in gewisse leichte Regionen spielen, haben den Nachteil, dass die altern und bei leichten Beschädigungen unheimlich empfindlich werden. Und da ist das Carbon deutlich entspannter. Das Material, man kann relativ leicht herausfinden, ob eine Beschädigung vorliegt nach einem Mördercrash. Das ist beim Magnesium alles sehr schwierig gewesen und undurchsichtig. Deswegen war ich da immer sehr zurückhaltend, was sowas betrifft. Aber mit den Carbonfelgen sind wir wirklich jetzt auf ein Level, wo nochmal deutlich leichter ist als Magnesiumfelgen. Also das ist wirklich das Leichteste, was man machen kann. Bei gewaltiger Stabilität und großer Zuverlässigkeit. Also so wie die Felgen sind von Thyssen, die haben sogar eine ABE. Das sagt eigentlich eh schon alles. Also da kannst du ganz normal damit auf der Straße unterwegs sein. Die haben alle Sicherheitsfaktoren da drinnen, die man benötigt. Und das ist schon eine super Sache. Du Martin, nur der Vollständigkeit halber, Federbein haben wir Öhlins. Was für eins genau? Da haben wir ein TTX-Federbein, so wie es die meisten eh kennen. Das haben wir dann nur mit einer speziellen Setup versehen. So quasi eine Grundabstimmung mal gemacht. Eine andere Länge haben wir dann verbaut. Länger oder kürzer? Ja, das hängt jetzt ein bisschen davon ab, welche Reifenmarke man fahren möchte. Ja, also die sind ja auch alle unterschiedlich vom Durchmesser und danach richten wir uns das. Also kann man auch nicht so global jetzt in den Raum werfen. Ist auch abhängig davon, was ich vorne wieder verbaue. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich mache den Umbau so, wie wir es da vorne haben, dann haben wir von Haus aus schon auch ein bisschen andere Fronthöhe und das kann man dann hinten dann oder sollte man auch kompensieren. Und somit muss man das muss, darum ist ja das, man muss es immer im Paket betrachten. Ich kann das nicht immer nur einzeln betrachten. Zu sagen, ja, das Federbein für die Fireblade muss immer genau so lang sein, wenn nur dann funktioniert das. Das stimmt nicht. Also das hängt massiv davon ab, welche Reifen habe ich drinnen, wie steht die Front da, was für Gabelfedern habe ich vorne. Weil relevant wird ja so eine Fahrgeometrie erst in Schräglage. Und in Schräglage, was passiert da? Da habe ich ja zusätzliche Fliehkraft, die mir das Fahrzeug ja einfedern lässt. Und genau an dem Punkt ist dann entscheidend, wie viel Grip baue ich hinten auf, wie eng bleibt es nur am Radius. Und das bestimmt man dann die Geometrie. Oder die Geometrie ist bestimmend dafür, was das Motorrad dort macht. Und da hängt es davon ab, was für Reifenhöhen, Fronthöhen etc. Und danach richte ich dann auch solche Auslegungen von den Federbeinen. Wie lang mache ich sowas zum Beispiel? Hängt davon ab, welche Federrate ich drauf tue. Befeder ich sehr hart, bleibt sie mein Schräglager hinten ein bisschen höher. Somit kann ich mit der Grundlänge wieder kürzer werden. Also es gibt da unglaubliche Variation an Möglichkeiten, und da den richtigen Weg rauszupicken ist, wie man schon sieht, wenn man es nur kurz anspricht, unheimlich schwierig, wenn man keine Erfahrung hat. Und da habe ich ein sehr gutes Gespür. Also ich fahre oft nur ein, zwei Runden mit einem Motorrad und merke sofort, was das braucht, damit das nochmal besser funktioniert. Und das ist der Riesenvorteil. Ich brauche oft gar nicht viel Data Recording dran, sondern ich merke sofort, was macht das Motorrad, was will das Motorrad machen und was sollte das Motorrad machen. Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist, dass man Bescheid weiß, wie ein gutes Motorrad zu fahren hat. Was muss ein Motorrad machen, damit es schnell ist? Und dieses Wissen ist ganz entscheidend, weil nur dann bist du in der Lage, die Differenz zu erkennen, zu dem, was mache ich, was macht das Motorrad gerade und wo müssen wir hin. Wenn du nicht weißt, wo müssen wir hin, kannst du gar nicht den Weg vorhersagen, was man ändern muss. Das heißt, du musst einmal in deinem Inneren ein Gefühl dafür bekommen, wie muss ein gutes Motorrad fahren.
Und das kriegst du nur über viele Jahre, über richtig viel verschiedene Motorräder, über verschiedenes Equipment. Ja. Wenn du richtig viel gefahren bist und schon viele gute Motorräder, die du dir selber mal hinentwickelt hast, dann weißt du, wo du hin musst. Und das ist dann genau der Punkt, wo du sagst, ab jetzt bin ich in der Lage, solche Fahrzeuge auch dorthin bringen zu können. Natürlich gehört da noch technisches Wissen und alles dazu, aber der erste Punkt ist, einmal innerlich zu wissen, wie muss so ein Motorrad fahren oder wie brauche ich so ein Motorrad, damit ich schnell damit bin. Und das ist einer der wichtigsten Punkte. Und dann habe ich eben viele Möglichkeiten, wie wir es da eben geschaffen haben, um das Fahrzeug dann so hinzubringen, wie ich es dann benötige. Das war eben, wie wir einstiegs erwähnt haben, auch der Grund, warum ich so viele Möglichkeiten mir einbauen wollte, damit ich, weil ich weiß, wie das fahren muss. Ich war aber noch nicht ganz sicher, wie tut das von Haus aus. Somit war ich noch nicht, ich wusste, wo wir hin müssen, aber ich wusste noch nicht, wo wir starten. Und je mehr Möglichkeiten ich mir da offen halte an Veränderungen, desto leichter kann ich den Weg da oben nach oben beschreiten. Ja, und das war eigentlich die Arbeit, die wir mit dem Fahrzeug jetzt da hinter uns haben. Das war jetzt echt ein Wahnsinn, weil ich mir gedacht habe, Federbein und ein bisschen kenne ich mich auch aus und ich spiele so ein Federbein und ich weiß, wie das arbeitet und wie wichtig das ist. Und trotzdem hätte ich mir nicht geglaubt, dass da jetzt so eine, das ist, war eine wirklich leibende Analyse und so, so ein richtiger, da ist jetzt irgendwie der Kosmos aufgegangen, es war wirklich ganz leibend. Jetzt glaube ich, ohne für sich eine simple Frage, vielleicht kann man das einfach erklären, möglicherweise aber auch nicht, vielleicht reißt es da wieder ein Kosmos auf. Was habt ihr mit der Bremse gemacht? Bremse, glaube ich, ist relativ eindeutig, was da machen. Und die Serienbremse ist ja nicht schlecht, glaube ich, oder? Grundsätzlich nicht. Also die Serienbremse ist nicht ganz verkehrt. Wir haben halt natürlich hier auch gleich umgerüstet, weil wir mit der Umrüstung der Gabel auch andere Bremszangen benötigt haben. Und weil die Befestigung sonst auch nicht mehr, die passen nicht, die Originalen da drauf. Und somit haben wir gleich auf andere Sättel umgerüstet. Da habe ich natürlich auch ein bisschen in die Trickkiste gegriffen, haben wir natürlich welche genommen, die auch spezielle Beschichtungen haben, wo die Kolben leichtgängig sind. Ein wichtiger Punkt, den nämlich viele oft gar nicht bemerken oder noch gar nicht am Schirm haben, ist, dass eine gute Bremse auch sich dadurch auszeichnet, dass das Vorderrad leicht sich drehen lässt. Ja, es gibt, werden vielleicht viele kennen, dass wenn man in die Box reinrollt und man versucht, einen Reifenwärmer raufzugeben, auf einmal merkt, dass das Rad extrem schwer dreht. Man verliert da enorm viel an Beschleunigung und Geschwindigkeit, weil der permanent immer, wie wenn es das immer bremst leicht. Ne? Und da ist es, da macht es ja gute Bremse auch massiv bezahlt, dass man halt auch eine bessere Beschleunigung auf einmal hat, ne? Weil die nicht so viel Drag-Moment, also so Schleppmoment da drauf gibt. Und zusätzlich durch diese permanentes Mitbremsen, was die schlechteren Bremsen machen, erzeuge ich noch mehr Hitze im System. Und somit tötet sie die selber oft, ja, weil die hat gar nicht die Möglichkeit, auf den Beschleunigungsstücken wieder runterzukühlen, weil der permanent immer streift. Und da haben wir natürlich dann auch auf sowas gegriffen, wo ich weiß, dass das gut funktioniert, auch aus meiner früheren Erfahrung. Was ist das? Da sind eben Brembo-Zangen jetzt drauf. Mit speziellen Belägen, die sehr, sehr gut harmonieren, die man auch mit unterschiedlichen Bremsscheiben kombinieren kann, um hier genau diese Probleme umgehen zu können. Aber Brembo-Zangen, was die M50, dann Stilema, was sind das für welche? Das sind die GB. Genau, richtig. Ja. Und die haben spezielle Oberflächenbehandlung, wo auch die inneren Reibungen auch noch minimiert werden. Okay. Und dadurch auch die Rückstellung der Kolben wieder ein bisschen besser funktioniert. Wir haben dann oben nochmal auch eine andere Bremspumpe montiert, weil natürlich die anderen Bremszangen auch andere Kolbendurchmesser besitzen und wir natürlich dann ein anderes Verhältnis hätten zwischen oberen und unteren Kolben. Und jetzt haben wir das mit dem anderen Bremspumpe oben nochmal auf diese geänderten Bremszangen angepasst. Was hast du für eine Pumpe oben? Das ist die auch von Brembo, die Corsa Corta, und die gibt mir die Möglichkeit, mit ein paar Verstellungen auch ein bisschen das Anlenkverhältnis und das Gefühl für die Bremse verstellen zu können. Das sind alles so Sachen, die kannst du mit der originalen Bremsanlage auch nicht machen. Ja, und das ist ähnlich wie mit dem Fahrwerk, wollte man auch hier Möglichkeiten haben, das im Nachgang nochmal auf persönliche Bedürfnisse nachjustieren zu können. Und das kann ich da. Also ich kann da bestimmte Anlenkverhältnisse nochmal simulieren, quasi
andere Kolbendurchmesser kann man simulieren, indem man unterschiedliche Abstände von der Anlenkung, von der Betätigung da einstellt. Man kann das Spiel von der Bremse vorne, den Leerweg kann man justieren. Also das ist eine sehr gute Pumpe, wo wir sehr viele Möglichkeiten haben. Und ja, das sind dann einfach nur mit Stahlbremsleitungen natürlich dann verbunden worden nach unten. Und somit sind wir natürlich auch, was die Bremse betrifft, quasi über jeden Zweifel jetzt erhaben. Aber die Fireblade hat serienmäßig schon auch Stahlbremsleitungen, oder nicht? Sind jetzt keine durchgängigen Stahlbremsleitungen. Ist ja mit den ABS-Systemen. Die ABS-Systeme, ja. Das ist ja ein sehr weites Geflecht an Bremsleitungen, ja. die man da ja hat. Und das, alleine um diese langen Wege da zu umgehen, sollte man halt wirklich für die Rennstrecke das direkt alles machen, und dann hat man auch dementsprechende Druckpunkte und solche Sachen. Ja. So. Martin, extrem interessant und viel gelernt habe ich auch wieder. Was wir jetzt haben wir technisch jetzt noch ein bisschen was vergessen oder sind wir da relativ gut durch? Sind wir eigentlich ganz gut durch. Wir haben Elektronik haben wir jetzt noch nicht so angesprochen, glaube ich. Da haben wir eben zwar diese Gewichtsreduktion, aber halt auch diese ganzen Möglichkeiten, die ich mit der Elektronik habe, auch die Fahrhilfen an jeweiligen Fahrer anpassen zu können. Das ist eben das Gute an dem Fahrzeug, darum haben wir es auch so hochwertig aufgebaut, dass egal wer sich da draufsetzt, ich in der Lage bin, dieses Fahrzeug an denjenigen anpassen zu können. Nicht nur von der Fahrwerkseite, sondern auch von den Fahrhilfen, von der Elektronikseite. Wir haben hier auch ein Data-Recording dran. Das heißt, das ist auch ein wichtiger Punkt, damit ich sehe, wo befinde ich mich im Kennfeld. Weil gerade wenn es dann um die Fahrhilfen geht, muss ich wissen, in welchem Gang befinde ich mich an der Stelle, wo ich die Traktionskontrolle ändern möchte, welche Drehzahl habe ich anliegen, was für Drosselklappenstellung. Und da finde ich dann, aufgrund von den Informationen, kann ich dann in das Fahrkennfeld reingehen und genau dort an dem Punkt diese Änderungen vornehmen. Hätte ich das nicht, müsste ich es generell ändern, und dann erzeuge ich aber anderswo meistens wieder Probleme, wo man dann wieder zu viel regelt oder zu wenig regelt. Und deswegen gilt es dann, mit so Data-Recording-Systemen zu arbeiten, die ich dann heranziehen kann, um wirklich herauszufiltern, an welchem Punkt der Rennstrecke habe ich welchen Fahrzustand. Ja, also das kann ich als Fahrer nicht sagen. Also ich kann vielleicht nur den Gang ermitteln, vielleicht nur ein Drehzahl, aber wie viel Drosselklappenstellung ich dort habe an dem Punkt das, oder Schräglage, das kann ich alles dann nicht mehr so sagen. Und da brauche ich dann das Data Recording. Da verwende auch ich gern das Data Recording, um genau diese Punkte herauszufiltern, um dort dann punktuell diese Änderungen in der ECU, im Fahrkennfeld zum Beispiel, dann auch vornehmen zu können. Ja, aber das ist ja meine Horrorvorstellung, dass ich da jetzt mehr oder weniger so eine Runde habe und ich mehr oder weniger jede Kurve anders programmieren kann. Das ist aber sowas nicht, oder? Oder schon? Grundsätzlich kann man das mit den modernen Systemen auch, wenn man ein GPS-Signal zusätzlich mit einspeist, das auch punktgenau machen zu können. Aber in der Regel ist es gar nicht unbedingt notwendig, weil man hat mit den ganzen Parametern wie Schräglage, Gang, Drehzahl, Gasgriffstellungen, kann man das schon sehr genau einschränken, wenn eine Änderung. Und meistens, wenn ich die Änderung in einer Kurve brauche, bei einer bestimmten Drehzahl, bei einem bestimmten Gang, brauche ich das beim selben Fahrzustand auch in der anderen Kurve. Das heißt, man muss jetzt gar nicht so massiv runterbrechen und sagen, ich muss das jetzt wirklich für jede Kurve extra machen. Ja. Könnte man, wenn man es darauf anlegt, aber ist nicht unbedingt notwendig. Wichtig ist, dass man mal eine gute Grundbasis reingibt, so wie wir es da auch gemacht haben, und damit deckt man eigentlich schon das meiste ab. Ja. Du, aber das Fahrwerk, angenommen, ich hätte jetzt ein elektronisches Fahrwerk, dann kann ich ja das auch mehr oder weniger für jede Kurve extra abstimmen, aber die meisten Rennfahrer, die ich kenne, die wollen kein elektronisches Fahrwerk, sondern sie wollen so ein mechanisches Fahrwerk, und da ist ja auch rein mechanisches Fahrwerk drinnen. Genau, ja, also da ist keine elektronische Verstellung drauf. Ja. Man muss auch ein bisschen unterscheiden. Bei den elektronischen Fahrwerken gibt es zwei grundlegend verschiedene Systeme. Das eine System arbeitet mit herkömmlichen Verstellmechanismen, so wie wir es auch manuell kennen, die einfach von einem Elektromotor angetrieben werden, von einem Servomotor. Ja. Und das andere System ist, dass es auf Magnetventile basiert. Das heißt, ich habe, wie es zum Beispiel bei BMW das DDC-Fahrwerk fungiert, da habe ich gar kein Dämpfungssetting mehr drinnen oder kaum eins mehr. Und da wird wirklich nur ein Querschnitt über ein Magnetnadel geöffnet oder geschlossen.
Und der Durchfluss, der mal durch dieses Magnet oder durch dieses Ventil freigegeben wird, bestimmt man dann die Dämpfung. Und das hat den Vorteil, dass es im Millisekundenbereich verstellt werden kann. Das geht schon so ein bisschen, wie es früher in der Formel 1 verwendet worden ist, auch mit den aktiven Fahrwerken, wo ich in der Lage bin, wirklich während das Einfedern passiert, aktiv nochmal Verstellungen machen zu können, weil das so schnell geht. Das geht bei anderen Systemen, bei den einfacheren Systemen, wo zwar Elektronik drauf ist, aber halt nur langsam verstellt wird, geht das dort gar nicht. Da geht es dann eher darum zu sagen, ich möchte einen Straßeneinsatz mit einem Rennstreckeneinsatz ein bisschen abdecken können. Da aktiviere ich ein vorgefertigtes Programm und der tut mir das von Haus aus schon anders ein bisschen justieren. Wenn der merkt, ich bin lang auf Vollgas, dann stellt er vielleicht leicht noch was nach, aber das passiert langsam, das geht nicht schnell. Für eine ernsthafte elektronische Arbeit in den Federelementen benötige ich Magnetventile, weil die verstehen im Millisekundenbereich. Ja? Also so wie ich sie bestrome, dort fährt man der die Position an. Das geht in Echtzeit, kann man sagen, fast mit Strom, mit Lichtgeschwindigkeit, kann der das verstehen. Und da bin ich dann in der Lage, wirklich in Regionen zu kommen, wo es dann wirklich interessant wird. Aber das große Problem ist, um das wirklich auch besser hinzukriegen als den bisher verwendeten Systemen, erfordert es gewaltig viel Entwicklungsarbeit. Weil es ist zwar nett zu wissen, ich kann das in jeder Phase oder in jeder Bewegungsansatz des Fahrwerkes kann das verstellen, aber wo muss es hinstellen? Und das Wissen ist noch nicht exakt so vorhanden. Deswegen tun sich sehr viele Hersteller mit so elektronischen Fahrwerken doch oft schwer, auch auf der Rennstrecke hohe Performance-Werte hinzubekommen. Und darum greift man auch sehr oft oder nach wie vor im Rennsport immer noch auf konventionelle Fahrwerke zurück, weil ich die ganze Elektronik da herum schon mal nicht brauche und ich mich nicht darum kümmern muss, dass der im richtigen Moment auch das Richtige macht. Weil das muss ich einmal programmieren. Ich muss Routinen schreiben. Dann müsste ich die aber abändern. Die müssen von Rennstrecke zu Rennstrecke verschieden sein. Das heißt, du brauchst eine komplette Softwaremannschaft da mit, um sowas dann auch wirklich immer an die Spitze führen zu können. Und da sind wir bei den herkömmlichen Fahrwerken oder konventionellen Fahrwerken einfach ein bisschen besser aufgestellt, weil man mehr Möglichkeiten hat. Ja, mit den leichter umsetzbare Möglichkeiten hat als bei der Elektronik. Die Elektronik eröffnet natürlich ein gewaltiges Spektrum an Möglichkeiten, allerdings bringt es auch eine gewaltige Entwicklungsarbeit mit sich. Und da muss man überlegen, was kann man leisten? Schaffe ich das überhaupt? Kriege ich das von der Manpower her hin, wenn ich jetzt als Team fungiere zum Beispiel und sage, ich möchte das jetzt mit den elektronischen Vorwerken hinkriegen? Ist das derzeit noch ein bisschen ein Hemmschuh? Also da ist es, glaube ich, notwendig, noch ein bisschen mehr Grunderfahrung anzueignen, auch von den Herstellern selber, um da perfekte Lösungen dann an den Start bringen zu können. Das wird noch ein bisschen dauern. Okay. Aber du glaubst, es wird kommen? Ich denke, dass es kommen wird, ja. Okay. Weil momentan, glaube ich, ist es so, im MotoGP oder was ist sowas nicht erlaubt. Das sind ganz normale mechanische Fahrwerke, oder? Großteils ja. Also ich bin jetzt gar nicht so am Laufenden, was jetzt im letzten Stand da auch wirklich genau eingesetzt wird, aber großteils wird das auch über herkömmliche Settings betrieben. Also über Kolben, Dämpfungskolben, Schirmsetting. Also das geht dann noch nicht ganz so weit. Ja. Hängt, wie du sagst, natürlich auch von den Regularien ab, die dann in Zukunft kommen werden. Ich kann mir vorstellen, dass man das auch hier eventuell reglementiert, weil wenn man das komplett freigibt, dieses Feld, natürlich auch gewaltige Kosten wieder mit sich bringt. Und man versucht ja den Rennsport eher günstiger zu machen, als noch teurer zu verteuern. Und da würde sowas dann eigentlich dagegen arbeiten. Ja. So eine elektronische Super-GAU. Martin, es ist ein Wahnsinn, auch wie du technisch dort drinnen bist in dieser Materie. Das ist echt unglaublich. Und was mich jetzt natürlich schon interessiert hat, jetzt habe ich gehört, 52,8, die Maschine hat er aufgebaut, einfach, da muss er eine richtige Freude gefunden haben, wieder am Rennfahren. Und wenn man jetzt sieht, na gut, man bricht jetzt den Rundenrekord mit einer Maschine, obwohl man nur 3 Runden Zeit hat und dann sieht man ja, naja, man ist eh noch voll konkurrenzfähig und das passt jetzt. Hast du wieder einen Guster gekriegt, dass er doch das, na gut, jetzt richte ich wieder alle her? Natürlich macht dann das auch wieder ein bisschen eine Freude, dass man sieht, dass man noch nicht komplett eingerostet ist. Das motiviert einen natürlich schon.
eine komplette Meisterschaft zu fahren, ist aber doch nochmal ein bisschen was anderes, als jetzt gerade einmal ein paar schnelle Runden rauszuhauen. Das erfordert halt doch dann wieder akribische Vorbereitung, sehr viel Energie, das man da reinstecken muss. Wie wir es vielleicht schon auch ein bisschen angesprochen haben in den damaligen Interviews, die wir damals geführt haben, über den Rennsport generell. Man muss sich da immer bewusst sein, dass das dann wirklich anstrengend wieder wird. Und ich sage einmal, wenn das wirklich ein reizvolles Projekt ist mit interessanten Leuten und sowas, könnte man das grundsätzlich jetzt mal vorstellen, obwohl ich mir bewusst bin, dass das wirklich stressig wieder wird. Also das schaffst du dann auch wieder, oder ich schaffe es nur, mich dann wieder nur so weit zu motivieren oder genügend Motivation zu bekommen, um das wieder durchzustehen, wenn mich das richtig interessiert, wenn ich dafür wieder brenne. Ja. Und das war so was Ähnliches mit der Fireblade. Ich habe mit der Fireblade unheimlich viele Erfolge gefeiert und ist mir ein bisschen am Herz gelegen. Und jetzt, wo Honda wirklich ein komplett neues Motorrad da rausgebracht hat, weil seit der SC59, muss man sagen, sind ja nur leichte Evolutionsschritte passiert. Das war ja mehr oder weniger immer noch das gleiche Motorrad. Und das ist aber wirklich das erste Motorrad, was sie jetzt rausgebracht haben, was wirklich ein großer Sprung war, wo sie wirklich nichts beim Alten lassen haben. Und das war, was ich mir gedacht habe, das wäre mir interessant, mir das mal wieder ein bisschen zu Gemüte führen, mal das technisch anzuschauen, ein bisschen aufzubereiten und einmal selber mit denen fahren. Und das war eigentlich der Auslöser, gemeinsam mit Honda, weil Honda ja auch einige Kunden gehabt haben, die ein bisschen Probleme gehabt haben mit dem Fahrzeug, die was nicht ganz klar gekommen sind damit. Und somit haben wir da so ein bisschen ein Gemeinschaftsprojekt draus gemacht, wo wir gesagt haben, okay, ich kümmere mich mal um das Fahrzeug und schauen wir mal, ob wir da, welche Lösungen wir da rausfinden können für diverse Problemchen. Und somit hat dann jeder was davon. Und das war eigentlich der Grundstein, warum ich mich dann jetzt so auf die Honda da mal gestürzt habe. Okay. Aber das heißt, da hat es so Rennfahrer gegeben, das gibt es eh immer. Also gibt irgendwelche Rennfahrer, der kauft sich das neue Modell, ist dann nicht so schnell, wie er gerne sein möchte, und denkt dann, na, vielleicht kann die Maschine das nicht. War das so ungefähr? Richtig, ja, genau. Also es hat schon auch berechtigte Schwierigkeiten gegeben, gerade mit der Standardelektronik, weil es da Probleme gegeben hat mit anderen Übersetzungen etc. Ja. Da haben wir auch dann Lösungen herausgefunden, wie wir das ändern können. Also es war jetzt nicht nur fahrerbezogen, sondern es hat schon ein paar Themen gegeben, die man da lösen musste. Und das ist uns aber alles gelungen, weil wir haben ja nicht nur unsere aufgebaut, sondern ja auch für Nils, für 1000 PS, die zweite Fireblade aufgebaut. Und die basiert ja komplett auf die Standardelektronik. Ja, das sind zwei Schienen, die wir gemacht haben. Das eine ist die Standardelektronik, für die, die sagen, ich will ab und zu mehr auf die Rennstrecke gehen und brauche dafür eine Lösung, damit wir hier auch Erfahrungen sammeln können. Und die haben wir ja dann wirklich mit offener Elektronik gemacht, also mit der Kit-Elektronik, HRC-Elektronik, wo ich dann auch wirklich alle Möglichkeiten habe, mir das so hinzustellen, auch die Fahrhilfen, wie es ich brauche oder gerne hätte. Und das waren eigentlich zwei interessante Ansatzpunkte, weil wir damit alles abdecken. Wir können für jeden Interessenten somit was anbieten und an jeden weiterhelfen, der Probleme dann hat. Ja. Aber das heißt, diese extrem arge Gabelbrückenlösung, die hat der Nils auch? Die hat der Nils auch. Also das Fahrwerk ist 1:1 identisch. Also der Nils hat exakt das Gleiche drinnen. Ich habe ihm das Gleiche verwirklicht, wie es wir bei uns drin haben. Da ist alles gleich. Da hat die gleichen Felgen drinnen, die FGR 250 hat er auch drinnen. Also fahrdynamisch selbst, von dem her ist das Fahrzeug exakt gleich aufgebaut. Gewaltig. Na, sei mal gespannt, was er für Rundenzeiten dann noch abliefert. Heuer. Du Martin, jetzt was, eine wichtige Frage ist noch, jetzt angenommen, ich habe jetzt da Feuer gefangen und habe mir gedacht, na gut, ist eh wurscht. Ich bin jetzt zwar nicht der Schnellste, aber ich möchte die beste Mopeten haben und ich möchte, dass man die dem Meister herrichtet. Was habe ich da für eine Vorlaufzeit? Also die zu dir kommen, die da sagen, du pass auf, ich bin der und der, ich fahre ungefähr so und so, ich möchte das und das haben. Was kostet es und wie lange dauert es? Hängt auch wieder ein bisschen von der Stufe ab, inwieweit das ausgebaut werden sollte. Aber grundsätzlich kann man mit einer Vorlaufzeit von 6 bis 10 Wochen. Okay. Ja. Das finde ich jetzt nicht so dramatisch, weil das ist ja unglaublich viel Arbeit.
sehr akribische Arbeit, sehr viel Detailarbeit. Wir haben eben jetzt das meiste an Entwicklung abgeschlossen. Das heißt, wir brauchen uns jetzt nicht mehr so viel Kopf machen über Kleinigkeiten. Aber trotzdem, nachdem wir das so individuell machen oder anbieten, muss da halt doch nochmal ein paar das eine oder andere überlegen, wie befestige ich das dort oder da, will ich auch ein Data-Recording dazu haben, dann braucht man vielleicht noch dort einen Halter, da einen Halter. Und nachdem wir das ja wirklich alles sehr professioneller betreiben, wird da nicht jetzt irgendwas zusammengeschustert, sondern da wird wirklich ein Halter konstruiert, der wird gefräst, damit das sauber alles gemacht wird. Also das ist dann schon ein bisschen aufwendiger, als jetzt nur mal schnell ein Motorrad zusammenbauen. Und der Riesenvorteil ist ja, wenn wir ein Motorrad aufbauen für einen Endkunden, wenn wir den kompletten Aufbau machen, dann kann man auch auf Wunsch das Fahrzeug auf der Rennstrecke übergeben und einen Tag lang das Fahrzeug auf denjenigen Fahrer dann auch noch helfen abzustimmen. Weil wir können zwar sehr gute Grundabstimmungen ja schon mal anbieten, wo wir wissen, das funktioniert einmal, aber nachdem jeder Fahrer auch seine Eigenheiten hat oder seine speziellen Vorstellungen, können wir das so weit anbieten, dass wir dann vor Ort auf einer Rennstrecke, wo auch immer das sein möge, dorthin fährt, dort die Übergabe macht und den ganzen Tag oder einen Tag lang dem zukünftigen Besitzer dann hilft, das Fahrzeug auf seine Wünsche abzustimmen, sei das jetzt von der Elektronikseite oder Fahrwerkseite, können wir alles damit eigentlich dann anstellen. Ja? Das ist wirklich super, Martin. Und das ist auch irrsinnig gescheit, finde ich. Das ist ein super, super Service. Das habe ich jetzt so in der Dimension habe ich das gar nicht erwartet, aber das ist natürlich ein Hit. Das ist ja schwer in Ordnung. Ja, also das ist eine Riesenhilfe, weil ich glaube, das kennen sehr viele, die sich schon mal wirklich ein teures Motorrad gekauft haben und dann in bestimmten Sachen nicht klarkommen sind. Und die werden halt dann natürlich auch nicht im Stich gelassen, wenn wir sowas aufbauen, weil wenn es wirklich irgendwo einer mal Schwierigkeiten haben sollte, dann gibt es nach wie vor einen Support von unserer Seite. Also man kann das Fahrzeug auch komplett bei uns immer betreut lassen. Das heißt, es geht auch so weit, dass man sagt, man bringt das Fahrzeug immer auf die Rennstrecke, man kümmert sich um das Fahrzeug, man ist mit einer Mannschaft dort, der braucht nur kommen mit der Lederkombi, setzt sie drauf, fährt mit dem Fahrzeug und fährt wieder nach Hause und wir kümmern uns nach wie vor um das Fahrzeug. Das geht auch, also es geht auch so weit, dass man auch so Fahrzeuge mieten kann. Das heißt, wenn einer sagt, ich will mir es gar nicht mehr kaufen, ich will kein eigenes haben, sondern kann man hergehen und sagen, ich fahre im Jahr 5-6 Mal auf der Rennstrecke und dafür miete ich mir dann sowas. Ne? Das wäre auch eine Möglichkeit, ja. Martin, echter Traum. Das www.bikeperformance.at haben wir eh relativ groß drinnen, weil sich für das interessiert. Du, ich bin jetzt auch noch für sich so weit durch. Hast du noch was, wo du denkst, das hätte man ansprechen sollen? Nein, ich glaube, das war jetzt sehr ausführlich. Wir wollen die Leute da nicht zu sehr langweilen. Ich glaube, das hat eigentlich jedes meiste umrissen. Da macht jetzt alle weiteren Infos, können wir gerne auf Anfrage auch nochmal zukommen lassen, wenn jetzt was dabei war, was der eine oder andere vielleicht noch sagt, das wäre vielleicht noch wissenswert. Auf unserer Homepage haben wir sehr viele Informationen mittlerweile zusammen, wo man sich schon sehr viel Informationen einmal runtersaugen kann. Also ja, ich glaube, damit haben wir das Wichtigste mal erwähnt. Martin, dann gratuliere da im Namen von allen Zonkos Welt TV-Sehern zu dieser wahnsinnigen Runde. Ich gratuliere da aber auch zu dieser wahnsinnig leibenden Feierblät und ich war echte Freude und ich finde es einfach wirklich großartig, dass du doch mit schon ein bisschen einem fortgeschrittenen Alter immer noch so ein unfassbar schneller, technisch extrem versierter Typ bist. Martin, hat mich gefreut. Alles Gute, pass auf dich, gell? Ciao, Papa. Tschüss. Ciao. Alt, aber noch nicht langsam. Ja, das ist noch drauf.